Wir stehen zusammen, wir schaffen das. Die mächtige CDU-Vorsitzende und ihre Stellvertreterin Julia Klöckner. Sie will am Sonntag Ministerpräsidentin werden in Rheinland-Pfalz. Doch auch in diesem Landtagswahlkampf gibt es eigentlich nur ein Thema: Flüchtlinge. Wir Christdemokraten aus Rheinland-Pfalz haben ein Integrationspflichtgesetz vorgeschlagen. Denn derjenige, der zu uns kommt, der muss wissen, klar, er weiß, er hat Rechte. Aber wer schnell seine Rechte kennt, muss auch wissen, dass er auch Pflichten hat. Die Kanzlerin stimmt ein. 11-mal kommt sie nach Rheinland-Pfalz, um Klöckner zu unterstützen. In keinem Wahlkampfland ist sie öfter. Wenn man die Sache angeht wie Julia Klöckner, die von Anfang an, auch gerade als meine Stellvertreterin in der CDU, gesagt hat, wir brauchen Integration. Und Integration ist nicht sozusagen Multikulti, wer Lust hat, guckt mal. Und wer keine Lust hat, der guckt nicht und macht es weiter, wie er es immer gewöhnt war. Klöckner kämpft, tourt durch Rheinland-Pfalz. Niemand entgeht ihren Wahl-Scham-Offensiven. Sie spricht jeden an auf jedem Parkplatz, auch in der Provinz. Sie kann mit den Leuten, ist volksnah. Sonntag ist Landtagswahl, in der Trommelweihnacht. Aber wo sie auch ist, das Thema Flüchtlinge ist immer schon da. Wahlkämpfer von der rechtsorientierten AfD plakatieren. Viele CDU-Stammwähler werden wohl diesmal AfD wählen. Die Stimmung gereizt. Deutschland ganz kaputt machen. Ja, so wird man abgelenkt. Das ist CDU. Der Landtagswahlkampf ist längst zur Abstimmung über Merkels Flüchtlingspolitik geworden. Lange hatte Julia Klöckner in den Umfragen einen großen Vorsprung vor Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD. Nun liegen die beiden Frauen gleich auf. Das Team Klöckner nervös. Die CDU-Politikerin hatte sich im Wahlkampf von Angela Merkel abgesetzt, tagesaktuelle Flüchtlingskontingente gefordert. Also eine Partei, wo die Landesvorsitzenden jeden Tag das runterbeten, was der Bundesvorsitzende schon gesagt hat. Die nehmen Sie und die nehme auch ich nicht ernst. Stimmung machen für den Wahlsonntag. Zwei, die sich mögen. Auch wenn das Duo nicht ganz gleich tickt, sie halten zusammen und gehen doch ihre Wege. Die eine zurück in die Deutschland- und Weltpolitik, die andere versucht ihr Glück in Rheinland-Pfalz.